Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zeiten dran. Herzlich willkommen zurück zu Tales of Exilia. Wir sind in Part 5. Stand vor dieser Aufnahme jetzt vor ein paar organisatorischen Schwierigkeiten. Hoffe aber, dass ich die jetzt soweit lösen konnte und bin auch in Kontakt mit Leuten, die mir bei der Lösung des Problems helfen können. Soll euch nicht weiter stören. Ihr habt es ja, wenn ihr mir auf Facebook folgt und meinen Feed lest, auf YouTube mitgekriegt. Ansonsten würde ich sagen, beschwert uns das hier im Video eigentlich mal gar nicht. Wir machen jetzt einfach mal weiter, oder? Ihr erinnert euch, wir haben hier drin gekämpft. Miller ist zu uns gestoßen, ist jetzt Teil unserer Party, wie ihr da sehen könnt. Und mit der werden wir jetzt einfach mal weitergehen, ne? Weil die hat ja gesagt, sie will uns auch nach Hause bringen jetzt eigentlich, weil wir haben ja nichts verloren. Deswegen machen wir das einfach. Was passiert hier? What's going on? Das solltest du uns sagen, oder? William Orbs are shining. I've been wondering what this thing is since I set off. My handmaid told me I had to carry it with me. Well, it comes in handy if you face monsters. It gives you the power to fight them. I got one myself when I left home, just in case. Was? Wir haben irgendwelche Anhänger bei uns oder Dinger, die irgendwas mit Monstern... Okay, ich will die Anleitung dazu sehen. Was haben wir denn hier? What? Lilium-Kugeln sind Objekte, mit denen du deine Figuren unter Aufwendung von WP weiterentwickeln kannst. Aha, das waren also diese Punkte, die wir gekriegt haben beim Levelaufstieg. Okay, WP gewinnst du durch Kämpfe und Levelaufstieg. Ja, das habe ich mir gekriegt. Liliumkugeln haben die Form sechseckiger Netze. Und jeder Knotenpunkt entspricht einem der sechs Statusparameter. Stärke, Vitalität, Intellekt, Psyche, Beweglichkeit und Geschwindigkeit. Knotenpunkt zum Aktivieren auswählen. Wow, okay. Stärke plus 15, Intellekt wirkt sich stark auf Angriff und leicht auf Verteidigung aus. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Krankheiten durch Elementarangriffe zu verursachen. Wirkt sich stark auf... Erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Abwehr eines Feindes zu durchbrechen. Ich glaube, das hier will ich Jade auf jeden Fall geben. Ich will dann Richtung Stärke gehen. Vitalität ist... Hat was mit Verteidigung, ein bisschen mit... wahrscheinlich, dass deine Abwehr durchbrochen wird. Bewegungsgeschwindigkeit und leicht auf... Aha, also Bewegungsgeschwindigkeit zählt auch im Kampf etwas. Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu erhalten, um Feinde zu betäuben. Wahrscheinlichkeit von Krankheiten betroffen zu werden. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal passiverweise uns einfach ein bisschen stärker, denn draufhauen müssen wir sowieso. Da können wir auch gleich ein bisschen mehr Schaden machen. Das nehmen wir jetzt mal. Stärke plus 15 aktivieren, ja. Danach ziehst du unter Aufwendung vom WP eine Linie zwischen dem aktivierten und einem angrenzenden Knotenpunkt. Wähle einen Knotenpunkt aus, um bestehende Verbindungslinien zu sehen. Aha. Liliumkugel-Knotenpunkte erhöhen auch KP, TP und FP. Das ist notwendig für das Einstellen von Fertigkeiten. Wähle nun einen zweiten Knotenpunkt zum Aktivieren. Okay, ich habe jetzt quasi immer noch 3 WP übrig. Und ich kann jetzt... Ach so, nach hier unten kann ich auch Stärke plus 16. Wirkt sich auf Stärke... Okay, das kann ich quasi machen. Ja, das machen wir einfach mal. Gehen wir mal in Richtung Stärke, oder? Das tun wir. Aktivieren. Bing! Knotenpunkte umgeben Gebiete, in denen Arts und Fähigkeiten versiegelt liegen. Ja genau, also da sind quasi zwischen diesen Netzen, also umringt, sind quasi andere Symbole, die dann Spezialfähigkeiten freischalten, je nachdem, dass wir müssen sie quasi umzingeln mit diesen Skills, wir müssen quasi 4 Ecken freischalten und kriegen dann das, was in der Mitte ist quasi. Füllst du durch Aktivieren der umgebenden Knotenpunkte Linien eines Gebiets, setzt du dessen verborgene Fähigkeiten frei. Aktiviere Knotenpunkte und rahme ein Gebiet vollständig ein. KP plus 69 Kraftpunkte. Sinken sie auf 0 ist die Figur... Ja, das weiß ich. Wirkt sie stark auf Verteidigung und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass deine Abwehr durchbrochen wird. Ja gut, dann... eigentlich... Oh, TP plus 5 Technikpunkte. Du brauchst zum Wirken von Arzt. Ne, okay, nee, ich gehe mal in diese Richtung hier. Aktivieren. Das machen wir noch. Und aktivieren. So, und jetzt haben wir jetzt aktiviert. Schlüpp. Folgende Arts erlernt. Aufsteigender Wirbel. Basinga. An der äußersten Ebene des Sechsecks liegt ein Schlüsselgebiet. Schalte dort 3 Gebiete frei, einschließlich des Schlüsselgebiets, damit sich die Liliumkugel weiterentwickeln kann. Ah, da kommen dann quasi außenrum neue Spinnennetze dazu. Dafür muss ich so ein Grenzgebiet aktivieren. Vergiss nicht, deine Figuren bei neuen WP immer an die Liliumkugel aufzuladen. Tun wir. Änderung dort speichern. Yes. So, that's how it works.
This is actually my first time developing it too. I see. So it's a tool that taps into inherent abilities. I imagine that powerless humans never leave home without them. You talk as if you're not human yourself. Ach, wir sind wieder schön stereotyp naiv. Was aber du? Aber du? Oh, wir haben ein neues Gespräch. Mila Maxwell. It must be pretty weird having the same name as the Lord of Spirits. Not at all. We are one and the same. What? I'm sorry? I am Maxwell, Lord of Spirits. What? Come on, you're totally human. You look just like a normal woman. Erstmal nah rangehen musste. That is the form I created for myself. The form you created? Okay. Hast du dazu noch was zu sagen? So you're that, Maxwell. Lord of Spirits, ruler of elements. You don't believe me? A person claiming to be a spirit? It's a bit much to swallow. Then how do you humans prove your identities to each other? Well, by showing identification, I guess. I have a medical school ID card. Oh. Then I doubt that I'll be able to prove my identity to your satisfaction. I wouldn't even know where to apply for a spirit ID card. Is it really okay for me to be following this person? Eine Geister-ID-Card beantragen? Natürlich, das machen wir. Okay, können wir jetzt hier schon hinten in dieses Gebäude rein? Kommt man gerade noch nicht. Ihr habt den Forschungszentrum-Schlüssel verwendet, um die Türen aufzuschließen. Yes! Die verschlossenen Türen, an der ihr bisher gekommen seid, sind jetzt offen. Oh, alle Türen sind auf einmal aufgegangen. Das ist ja super. Okay, hier sieht es genauso aus wie in dem anderen Raum drüben. Können wir da oben... Oh, da oben sehe ich eine Kiste. Die Kiste müssen wir natürlich aufmachen. Ich wollte gerade fragen, warum können wir hier rein, wenn hier drin nichts ist? Das ist ein bisschen seltsam. So ein Level-Design gibt es eigentlich nicht mehr. Okay, Camille, erhöht Initiative um 1. Jeder weiß, dass es ein bekanntes Heilkraut ist. Das erhöht die Initiative um 1? Ernsthaft? Also dauerhaft quasi? Erhöht Initiative um 1. Ja, hier machen wir ein bisschen... Ah ne, die hat schon einen Haufen Initiative gegeben, das ist natürlich uns. Achso, ich habe keine mehr. Jetzt habe ich schon gedacht, hä, hey, was? Oh, Liliumkugel ist ja auch noch für Millia, haben wir ja noch, oder? Okay, die Frau hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen entwickelt. Die zaubert ja viel. Also vielleicht wäre es bei der gut, wenn wir ihr... Wahrscheinlich Betreffer erhöht, ein Feind zu betäuben, so wie ein bla... Bla, bla... Bla, bla... Krankheiten durch elementare Angriffe zu verursachen. Ah, okay, die greift ja elementar an, ne? Da kann sie Krankheiten verursachen. Also kriegt sie das Ding. Zack, 4. Was haben wir hier? Technikpunkte, Psyche, senkt die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten betroffen zu werden. Jo, das rahmen wir jetzt einfach mal ein hier. Wir wissen es ja eh nicht. Wir entwickeln die jetzt einfach mal in diese Richtung. Schwuppdiwupp. Bumm. Und jetzt haben wir eine Fähigkeit erlernt. Levelwiederherstellung. Bitte was? Levelwiederherstellung. Ja, sie kann jetzt Level wiederherstellen. Das ist ja toll. Also... Aufsteigender Wirbel kann ich mir ja noch erklären, aber... Level wiederherstellen. Naja gut, ist mir egal. Wird uns sicher alles noch erklärt. Irgendwie muss uns ja alles mal erklärt werden. So, dann gehen wir mal hier raus und unten waren ja jetzt noch ein Haufen Räume. Ah, wie ich sehe, Gegner respawnen. Gut. Da kann also tatsächlich gegrindet werden, wenn es mal... vonnöten ist. So, hier können wir mal kurz speichern. Und dann greifen wir mal den Hund da drüben an. Miller wird den wahrscheinlich wieder in Grund und Boden boxen, wie ich es beim letzten Mal gesehen habe. Wutzk! So, los geht's. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch ein bisschen. Da, 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 da. Oh, ganz viele. Wow. Okay, seht ihr, ich bin mit meinem da beschäftigt, während sie die anderen zwei einfach explodieren lässt. Drang des Lebens, Biestiendung. Biestiendung. Biestien. Bestiendung. Okay, los geht's. Oh, Strategie. Im Strategiemenü kannst du Figuren, deren Steuerung auf automatisch gestellt ist, Kampfanweisungen geben. Wenn du beispielsweise Probleme beim Besiegen eines mächtigen Gegners hast, könnte es helfen, deine Strategie zu überdenken. Das Ändern von Heilstrategien kann sich als besonders effektiv erweisen. Cool. Cool, 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 cool. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Tut mir leid, wenn das immer wieder unterbrochen wird, aber wir lernen ja noch, ne? Also, Strategien.
Im Strategiemenü kannst du Figuren, die auf Autosteuerung eingestellt sind, spezifische Kampfanweisungen geben. Wenn du beispielsweise Probleme hast, einen mächtigen Gegner zu besiegen, können eine überdachte Strategie zu besseren Ergebnissen führen. Okay. Ziel, das nächste in der Nähe, ganz klar. Aktion, freie Wahl. Vorwiegend Arzt, nur Geisterarzt, mich beschützen. Ah, okay, ich kann Leute also zu Tanks machen, die mich beschützen. Durchhalten, das Beste geben. Geh auf Abstand, wenn KP unter 25% fallen. Geh auf Abstand, wenn KP unter 50% fallen. Okay. Handle ohne Rücksicht auf KP. Nö, durchhalten ist eigentlich gut. TP sparen. Pass auf, dass TP nicht unter 25 fallen, wenn du Arts verwendest. Pass auf, aha. Verwende keine Arts ohne Rücksicht auf TP. Ja, okay, das gefällt mir ja von den Grundeinstellungen erstmal. Hat Sinn alles. Hier kommen wir jetzt nochmal hin. Ich werde aber nicht speichern. Heilen reicht ja. Oh, los. Ja, okay, wir werden jetzt dauerhaft quasi mit anderen, mit mehreren Gegnern konfrontiert, weil wir sind jetzt auch zu mehrt. Gut, Miller ist halt stark, ne? Was soll man sagen? Sticheleien. Mit Drücken von L3 bringst du eine Figur dazu, ihre charakteristische Stichelei zu verwenden. Während des Stichelns kannst du dich nicht verteidigen. Dafür stellt die Aktion einige TP wieder her. Ah, ist das sowas, ja, so taunten quasi, den Gegner so ein bisschen anpöbeln oder was? Okay, das probieren wir im nächsten Kampf aus. Da fragen wir uns doch gar nicht lang, was da... Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Kann es irgendwie sein, dass deine Kisten nicht übergefangen, ob es sein kann, dass die Items respawned sind? Okay, gut. Also Last of Us speichern war richtig geil. Das Speichern hier ist nicht richtig geil. Muss ich feststellen. Oh my god, where are you coming from? Come here! Come here! Who is next? Dragfist! So. Stück Holz. Sehr schön. Oh, Figuren wechseln. Wenn du im Kampf die Figur wechseln willst, halte L1 gedrückt und verwende. Aha! Blablabla, in Richtung, in der sich die Figur, die du steuern möchtest, am Bildschirm befindet. Wir können tatsächlich zu Miller wechseln. Gut zu wissen. Ich muss nicht die ganze Zeit als Jude kämpfen. Dude. Ich denke, der hat alle anderen Türen hier aufgemacht. Kam da nicht gerade so eine Texteinblendung? Bin ich bescheuert oder was? Naja, gut. Wir werden es rausfinden. Irgendwo muss eine Tür aufgehen. Und es stehen ja auch Feinde rum, die stehen ja nicht umsonst da. Die verteidigen ja irgendwas. Höchstwahrscheinlich den Weg nach draußen. Oder ist das hier eine Tür gewesen, die aufgegangen ist? Nee, okay. So, das hier habe ich vorhin schon gesehen. Ist das jetzt offen? Nee, auch nicht. Nur, keine Panik. Wir werden schon was finden. Hm? Hallo. Yay. Yeah. Und los geht's. Komm schon, Miller. Mach kaputt. Yes. Sehr schön. Trank des Lebens. Wieso hat der jetzt von Anfang an eigentlich abgewehrt gerade? Das war ein bisschen creepy. Bin auf ihn zugelaufen und er wehrt mich ab. Und von... Ach, schade, ich wollte ihn von hinten angreifen. Wir sind anscheinend ein bisschen zu laut und tölpelhaft. Ja, seht ihr? So wird das gemacht. Knetsch! Und kaputt! Huh! Wie ich ausgewichen bin, habt ihr gesehen? Den Typen habe ich übelst gezeigt. Okay. Es ist alles noch sehr Button-Mashing-mäßig. Also so richtig mit Strategie muss man ja auch noch nicht rangehen. Deswegen arbeitet da der Körper gleich entgegen und sagt, ja, dann tu es auch nicht. Klopp einfach mal auf den Knöpfen rum, bis irgendwann der Gegner kommt, der es dir richtig mies besorgen wird. Oh, wir sind in Ebene. Oh Gott, hallo! Jetzt wollten sie gerade wieder ein Gespräch führen und die lenken mich hier ab. Aua. Na komm. Aua. Alles klar, Miller macht's in der Zeit, die will nicht auf mich warten. Wenn du die ganze Zeit abwehrst, schlage ich den Gegner zu Brei. Okay, jetzt haben wir natürlich hier das Oh nee, da ist es wieder. I always wanted to live up to Professor House's expectations, but now he's dead. What are you doing? I'm cuddling you. Why? I read it in a book. When humans are upset, they feel better when you cuddle them. What book was that? A Mother's Eyes, A Mother's Touch. That sounds like a book about child rearing. I'm not a baby. This technique has no effect on you?
Humans are so complicated. Well, I guess I do feel a little better. Thank you. Hm? So it does work. Okay. Okay, noch ein Gespräch. Wait, doesn't this lead deeper inside? We're not heading to the exit? No. There's something seriously wrong here. Shouldn't we get out? I'm aware of the danger, but there's something I must find. I'm afraid I can't escort you out before then. Sure. After all, I was the one who asked to go with you. What's so funny? It's nothing. When my business here is done, I promise to see you safely out of here. There's no need to worry. Thanks. Sehr schön, das hört sich gut an. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, es ist aber schon wieder soweit, der Part ist vorbei. Ich weiß, es geht immer noch schleppend voran, aber das wird besser. Ich verspreche es euch. Und vielleicht, wenn ihr euch so richtig in die Geschichte fallen lassen könnt, so wie ich das als Spieler kann, habt ihr sowieso schon Spaß. Ich habe ihn auf jeden Fall, gerade diese kleinen Gespräche hier, die sind immer ganz schön. Wir spielen auf jeden Fall weiter in Tales of Exilia. Ihr solltet dabei sein, ihr solltet es nicht verpassen. Schaltet im nächsten Part wieder ein. Ich bin Core PR100, der mit der Zeit. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.